Ja, hallo zusammen, seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Final Fantasy 13. Und guckt mal, wer jetzt zum ersten Mal nach wie vielen Spielstunden Anführer ist. Jawohl, ich bin mal im Menü ein bisschen unterwegs gewesen und dachte mir, ich möchte jetzt mit Fang laufen. Das wollte ich eigentlich schon viel früher machen. Das aber irgendwie immer wieder verpeilt oder schnell das Spiel gestartet oder sonst was. Ja, wir gucken mal, ob mir dadurch irgendwelche Nachteile entstehen. Nicht, dass mich das so irritiert, dass ich gar nicht mehr zurechtkomme. Muss ich dann nachsetzen, auch manuell auswählen? Ja, wir gucken einfach mal, was passiert. Kann ja jederzeit wieder umschwenken, wenn mir das zu blöd wird. Ragnarok. Come day of wrath, O pulse the sea. Embrace thy fate, thine home to burn, that fallen souls might bear our plea to hasten the divine's return. O piteous wanderer, Ragnarok, make of this day a brave epoch. Deliver the divine. Ragnarok. What? Sarah. How did you. I was waiting for you to open your eyes. All the time I was asleep, I knew what was happening. I kept trying to think up a way to save Cocoon. Together. Sarah? You get it now. There are no gods with miracles to save us. No matter where you look. That's why we have to call one. Destroy Orphan. We'll save the world. Stop it! You can't do that. You love me too much. You do, don't you, Claire? Enough already! Listen up. We are all shooting for the same goal here. And the result of that is this. You son of a... You betray your foul sea to chase after dreams and shadows. The world you claim to wish to protect now faces the end of days, with no hope of salvation. I didn't think foul sea had the means. Oh, it won't be foul sea who destroy her. For centuries now, Cocoon has provided generously for its human inhabitants every want and need. Coddled them, one might even say. The result being their deep-seated fear and hatred of change and all things alien. Fed, nurtured, and ready to detonate at the slightest spark. The seeds of destruction take root, even now. What did you do to Cocoon? I resigned, appointing Reigns as Primarch in my stead. Reigns? He's alive? The puppet is restrung to serve my needs, yes. Its eyes had long since turned to glass. Of course, the cavalry's eyes will see our friend as nothing more than a traitor to their cause. They'll say the foul sea got to him too, or some such drivel. And imagine, when I spread word that it's Orphan tugging at his strings, what happens next? You're gonna use the cavalry to take the thing out? Perhaps. Or perhaps I'll feign the howling of Pulsion wolves and let the fear-addled sheep slaughter themselves first. Either way, the end is at hand. But what of yourselves? Will you enjoy the festivities beside me? Or perhaps... greet the end here, in the land where it
all began. We're not your damn dog. Oh, scheiße. Okay. Ja, das ist dann wohl Bartenderless 2.0. Juhu. Ja, ich gucke mir den erstmal an. Wir sind ja ganz entspannt. Inzwischen wissen wir ja, wie der Hase läuft und was so für Scheiße passieren kann und alles und überhaupt. Ist der gegen irgendwas empfindlich? Natürlich nicht so wirklich. Aber den kriegt man trotzdem relativ einfach geschockt. Aber ich glaube, so fing auch der letzte Kampf gegen ihn an. Mann, ey, und ich dachte, wir müssten diesen Bastard nie wiedersehen. So, Sturmkommando wäre jetzt, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Irgendwie ist das sehr ungewohnt, Fang zu steuern. Ich weiß nicht, ob ich das so beibehalten möchte. Aber wir gucken erstmal. Vielleicht habe ich ja jetzt hier genauso eine Glückssträhne wie bei der ersten Begegnung. Da lag der ja im First Try. War das allerdings auch eine sehr knappe Angelegenheit. Und ich kann mir vorstellen, dass er jetzt hier auch wieder gegen Ende vielleicht so eine Zeitbegrenzung hier mit reinbaut. So, jetzt wird das, glaube ich, ein bisschen zu gefährlich. Oh, shit. Ja, und ich habe jetzt auch meinen Manipulator leider total vernachlässigt. Kommt, Leute, noch ein bisschen raufkloppen, bevor der Effekt weg ist. Ih, was hat denn der da für komische Gesichter an der Front? Ja, wir gucken mal. Jetzt kommt Flugga ins Spiel. Mann, Mann, das sieht wieder nach einem sehr charmanten Zeitgenossen aus. Ach, warte mal, der hat auch ein paar Resistenzen gegen Resistenzen sozusagen. Aber ein bisschen was kann man da machen. Aber warte mal, erstmal muss ich mich jetzt hochheilen. Das ist mir nämlich sonst ein bisschen zu risky hier. Flugga. Er ist so psycho, dieser Boss. Aber ich glaube, da trägt auch die Musik ihren entscheidenden Anteil dazu bei. Ich weiß nicht warum, aber sobald Fratzenmasken irgendwie sowas ins Spiel kommt, finde ich das immer mega creepy. Und seine Zustandsveränderungen nerven gerade mega hart. Mädels, könnt ihr bitte seine Schockleiste irgendwie stabil halten? Bitte! Schneller! Danke! Okay, hat Feng jetzt als Brecherin auch einmal raufgehauen? Jawohl. So, ja, wie werde ich denn jetzt meinen ganzen Scheiß da los? Ich bin gleich tot. Irgendwie gefällt mir das hier nicht so ganz. Aber jetzt muss ich wenigstens nicht selbst entscheiden, wen ich heilen möchte. Ja, übertrage hier voll die wichtige Verantwortung. Warum kommt das mit dem Heilen hier gerade nicht aus dem Arsch? Ich verstehe es gerade nicht. Keiner hat eine Zustandsveränderung. Woran scheitert es gerade? Kann mich mal jemand irgendwie aufschlauen? So, ich möchte jetzt bitte, bevor ich den schocke, mich komplett hochheilen. Warum geht das nicht? Was machen die anderen gerade? Die heilen, aber ging das nicht mal schneller? Jetzt kommt die ganze Heilwelle rüber. Also klar, der teilt auch gut aus. Versteht sich alles von selbst. Ja, mit Gift kann ich, glaube ich, leben. Wobei seine Vergiftung wahrscheinlich nochmal doppelt und dreifach eklig ist. Komm, liebe Vanille, bitte noch die Protest hinterherhauen. Das wäre mega cool. Jawohl, es ist drin. Okay, jetzt müssen wir... Oh Gott, Apotheose. Ich glaube, das wird das der Tötungsskill sein. Oh nee, der hat alle Effekte weggemacht. Menno. Und auch sein Schockzustand ist vorüber. Wie finde ich das denn? Achso, das ist wieder seine Hauptfratze in der Mitte. Eine ganz schön eckige Nase, der Typ. Würde ich ja gerne mal mit Hammer und Meißel ran, aber ich glaube, der lässt mich nicht. Also, komm jetzt nach mal auf mal hier ein bisschen. Schnell, heilen, heilen, heilen. Ich brauche jetzt meine Schockleiste hier wieder zum Stabilisieren. Jawohl, so, eiserne Schlacht. Jetzt versuchen wir mal wieder ein bisschen was mit Manipulator zu reißen. Ich hoffe, der wird jetzt nicht jedes Mal die Schockphase so schnell abklingen lassen. So, komm, Vanille, geht da noch was? Jawohl, 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 jawohl. Komm, Mädels. Und jetzt bitte da alle rauf, alle rauf, alle rauf. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich sowas von tot. Warte, warte, warte. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich muss wieder ins Menü. Komm, einmal Mega-Vita. Könnte jetzt vielleicht die Mega-Verschwendung sein. Was? Thanatos Hohngelächter, Alter. Ich habe so eine Angst vor diesem Boss. Ich lebe noch. Ich lebe noch, Mädels. Lasst euch davon nicht beirren. Wir kloppen da einfach weiter rauf. Oh nein, oh nein. Okay, ich glaube, wir sollten uns davon jetzt doch beirren lassen. Schade. Nicht zu gierig werden. Ich weiß, das ist immer so die Devise auch aus anderen Spielen, aber es ist so schwer. Guck mal, zur Hälfte haben wir den immerhin schon fast runter.
So, kriege ich mich jetzt irgendwie wieder stabilisiert? Ja, jetzt macht er wieder seine ganzen Dings weg. Ist okay. Am schlimmsten ist das sowieso, wenn er das während der Schockphase macht. Aber eigentlich geht er bisher. Die Betonung liegt auf eigentlich. Ich weiß nicht, was er in der letzten Phase noch so aus dem Ärmel zaubern wird. Ich stelle mich da schon wieder aufs Schlimmste ein. So, komm, wenigstens ein Dreiviertel Schockleiste, bevor ich jetzt in die Heilung übergehe. Vanille kommt mir da auch gerade zu wenig aus dem Knick. Ich will, dass wir seine Empfindlichkeit gegen Zauber noch ein bisschen steigern. Einmal bitte noch Heilung für Feng. Vielen Dank. So, komm. Jetzt mach doch mal ein bisschen mehr. Bisschen mehr Zustandsveränderung hier. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Jawohl. So habe ich mir das vorgestellt. Und jetzt gehen wir direkt in den Blitzschlag über. Und dann wieder volle Möhre rauf. Volle Möhre rauf. Jawohl. Guck mal, man kann richtig dabei zuschauen, wie die Leiste runtergeht. Obwohl, nee, eigentlich gerade nicht so. Ich weiß nicht mehr, ob ich ein Paradigma mit drin habe, wo ein Heiler mit dabei ist. Ich glaube ja, allerdings nur in Kombination auch mit einem Verteidiger. Und das möchte ich jetzt gerade nicht. Menno. Ich glaube, ich bin weg, oder? Nee. Ich lebe noch. Komm, eine Heilungswelle noch. Dann will ich wieder Angriff. Dann will ich wieder Angriff, bevor die Schockleiste komplett abklingt. Jawohl, komm, gib dir noch ein paar Schläge mit. Bevor wir wieder neu zum Anlauf ansetzen, wird es heute noch was. Vielen Dank. Ist jetzt natürlich nicht so ergiebig, ne? Weil, oh oh. Weil die Dings jetzt halt fehlen. Die Buffs. Das geht eigentlich. Also so einen ähnlichen Angriff, den er bei der ersten Begegnung hatte, der war irgendwie krasser. Also wenn das sein gesamtes Angriffsportfolio ist, dann glaube ich, schaffe ich den. Ich würde sogar vorsichtig meinen, ohne Probleme, aber ich weiß halt nicht, was noch kommt, ne? So, jetzt geht seine Schockleiste wieder auf Null, aber ist nicht schlimm. Ich habe nämlich eigentlich noch gar nicht angefangen, die zu beackern. Jawohl, und immer weiter rauf da. Ich warte noch auf die Protest, das ist jetzt auch da. Sehr schön, irgendwie macht der Spaß. Ist das sehr merkwürdig, das so zu sagen, aber ich finde den irgendwie cool. Der bereitet mir zumindest mit Stand jetzt noch nicht so viel Kummer, wie das beim letzten der Fall war. So, und jetzt volle Möhre Blitzschlag. Kommt, Mädels. Gebt alles, jawohl. Gott sei Dank kann man den so schnell schocken. Jetzt ist der gerade auch perfekt gebufft. Jetzt brauchen wir nämlich vielleicht mit ein bisschen Glück, je nachdem, wie der jetzt angreift. Oh nein. Vielleicht danach nur noch eine Schockphase. Aber ich glaube, das wird eher auf 2 hinauslaufen, oder? Das läuft hier gerade ganz gut. Vanille verreckt gleich. Okay, jetzt kommt das. Alles klar. Oh nein, oh nein, oh nein. Schneller. Bisschen mehr Heilung. Jawohl, und ich traue mich jetzt nochmal in die Offensive zu gehen. Denn ein bisschen was von seiner Schockleiste ist noch da. Und der Schaden, der ist geil. Auch ohne sein ganzes Deprotis und was er da nicht alles hatte. Oder bekommen kann. So, jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nicht verrecke. Vor allen Dingen sollte Fang das jetzt irgendwie überleben, aber den kriegen wir hin. Also wenn der mir jetzt nicht noch eine Zeitbegrenzung aufbrummt, dann sollte das kein Thema sein. So, und rüber zur eisernen Schlacht. Ja, ich weiß, ich werde gleich wieder heilen müssen. Aber egal. Ja, mal gucken, ob wir ihm schon ein bisschen was mit auf den Weg geben können. Ah, nee, komm, ich heil lieber. Also wenn alle gelb sind, dann will ich jetzt nicht unbedingt Risiken in der letzten Phase des Kampfes hier eingehen. So, jawohl. Die Protest bitte noch dazu. Das ist auch okay. Ich brauche das olle Schildsymbol. Wann kommt es wohl? Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Kommt mir das jetzt noch einmal komplett hochheilen. Dann geht's hier gleich richtig rund mit Blitzschlag und Co. Bitte einmal nochmal Fang heilen. Achtung, Achtung, Achtung. Ich muss auf die Schockleiste aufpassen. Okay, keiner will Fang heilen. Also machen wir jetzt den hier. Was hat denn der gerade noch gecastet? Irgendwas hat er mir kurz bevor ich hier rübergegangen bin auf den Blitzschlag, hat er mir noch irgendwas an Schaden gemacht. Das finde ich gerade nicht so geil. Warte mal, ich glaube, ich mach mal den hier. Keine Ahnung, ob mir das jetzt was bringt, aber jawohl, direkt zu Beginn Deprotis. Kommt, Mädels, zieht, da fehlt nicht mehr viel.
Fang, eine Angriffskaskade noch und der ist weg. Ich glaube, ich habe ihn. Yes! Bartendelis 2.0 ist hinüber. 100.000 KP ist ja wohl das Mindeste für den größten Oberarsch des Spiels wahrscheinlich. Keine 10 Minuten. Aber ich find's krass. Nur 3 Sterne. Ich finde, das war ein Kampfverlauf, wie er echt nicht viel besser hätte sein können mit Stand jetzt. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Ich muss mich ja täuschen, sonst hätten wir hier 5 Sterne bekommen. Göttinnenschein werde ich bestimmt wieder vergessen, mir anzuschauen, aber egal. Kristarium erweitert. Gott, diese epische Musik im Hintergrund. Die lässt einen irgendwie immer noch nicht so ganz zur Ruhe kommen. The time has come. Allow me to extend my invitation. To save a people beyond salvation, there is only Ragnarok. Cocoon suffers. Release her from the pain. What? Okay, das Ausrufezeichen ist jetzt direkt auf der Siege-Statue. Heißt das, da geht's auch weiter? Das würde aber so ein bisschen meine Reihenfolge durcheinander würfeln. Okay. Krass. Und was ist das da jetzt für ein komisches Raumschiff? Und warum hebt er nicht ab und düst damit weg? Ich bin ja noch nicht so ganz sicher, was mir das Spiel jetzt sagen möchte. Aber ich bin so froh, dass das funktioniert hat. Lass uns mal, bevor ich das vergesse, das Item angucken. Wirkungsdauer von Manipulations- und Entkräftungszaubern wird verkürzt? Ach so, ja, nicht wenn wir selber Manipulator sind, sondern wenn der Gegner das auf uns castet. Gar nicht mal so uninteressant, aber das sollte man dann, glaube ich, eher punktuell bei bestimmten Gegnern zum Einsatz bringen. Warum ist denn hier nicht das Ausrufezeichen? Das irritiert mich gerade etwas, aber ich komme da auch nicht hin. Verstehe ich nicht, warum der nicht abdampft. Aber das ist jetzt für die Situation insgesamt, ne, was die Rettung von Cocoon angeht, insofern sie denn überhaupt möglich ist, deutlich verzwickter als vorher, weil ich möchte mit denen nicht tauschen, um entscheiden zu müssen, wen oder was man jetzt ja eigentlich bekämpft. Ich weiß auch gar nicht, woher die ihren Optimismus jetzt noch ziehen. Naja, vielleicht haben sie den auch schon längst verloren, vielleicht wird die nächste Cutscene uns da Aufschluss bringen. Oh. So, this is the end of the rainbow, huh? Well, here's hoping the pot's full of tips on dealing with crackpot Falsi. You know, I don't remember this being here before. I guess it's new, huh? Yeah, must be. I suppose it might be a record of what happened. You know, after we turned to crystal. Where the slaves of Lindsay dwell is the enemy of all life fostered by Pulse's sacred hand. So Al-Falsi determined Pulse's will, chose Lissi, and gave them a focus. Become Ragnarok and bring about the end of Cocoon. And so the beast arose, defeated Lindsay's hateful Falsi, and prepared to tear Cocoon apart. But her providence betrayed Al-Lissi, draining Ragnarok of strength. Their focus only half complete,
the Lassi were taken to the enemy's land by Bartandalus, curse his name. And the goddess said, Lassi who rest upon Cocoon will reawaken, however long they may wait. And Ragnarok will rise again to tear the land from its seat in the sky. Her word is absolute. Guess the jig is up. Cocoon's done for, isn't it? Yeah, you don't sweat it. If we go ahead and smash Cocoon, you know some maker sure to roll up and save the day. As long as Falci are around, this fight is never gonna end. So let's finish it. Let's get Dysley. So what do we do about Orphan? We help Orphan. What else can we do? If we can manage to keep it safe, another war breaks out somewhere down the road. We're Lassi. It's not like we can make people stop fighting. Lightning, you told me on Cocoon. It's not a question of can or can't. We just do it. That's our only choice this time. Maybe it won't do much. Maybe only one person will listen to us. But even then, isn't trying better than doing nothing? Because ripples can make waves. Okay. Kids have gone crazy. Revolutionaries always get cold crazy. When I was on Cocoon, I wished on those fireworks. I wished to not let anything happen to Cocoon this time. But I shouldn't have wished for that. Wishes aren't enough. Prayers either. This time I'm making a promise. I will keep Cocoon safe. I promise, no matter what. I guess it takes losing everything to make you see how much you have to fight for, huh? And we're the only ones who can do it, right? Right. Yep. All right then. Let's tie up loose ends. Okay. Right. All right. Yeah. Aha. Ist ja schön und gut, liebe Leute. Ich will eure Euphorie jetzt auch gar nicht schmälern, aber wie genau soll das denn jetzt funktionieren? Also die wollen jetzt die Falci irgendwie bekämpfen, weiterhin Dysley außer Gefecht setzen und Orphanus quasi schützen oder was auch immer. Aber das wird doch Cocoon alleine nicht am Leben halten, oder? Naja, wir werden sehen. Auf jeden Fall kommen wir jetzt weiter. Ach ja, und es gab eine Crystariumserweiterung. Ich glaube trotzdem, dass wir da jetzt erstmal auf 200.000 warten sollten. Aber ich werde mal jetzt mit Snow hier ein bisschen weiter leveln und mal gucken. Der müsste ja jetzt... Genau, Fähigkeiten können erweitert werden. Müsste ja jetzt auch neue Optionen mit drin haben. Wobei, obwohl doch... Ich wollte gerade sagen, nee, weil Rollenstufe 3 von 3, aber trotzdem geht es ja hier weiter. So, 10.000 pro 18.000. Hier, ja, kann man mal machen. Vielleicht sollte ich auch bei den Mädels lieber warten, bis sie dann doch ein bisschen mehr als 200.000 haben. Aber guck mal, die Sprünge hier und die Boni, die man bekommt, die stimme ich wieder ein bisschen optimistisch auch, was die Seed-Mission angeht, an der ich ja zuletzt so kläglich scheiterte in der letzten Folge. Deswegen ist dieser Sieg gerade über Bartendelis so ein bisschen Balsam für meine geschundene Seele. Denn der Kampf hat mir gezeigt, dass ich nicht ganz so ein hoffnungsloser Fall bin. Bin ja da relativ unvorbereitet reingegangen, aber so vom Spielerischen her macht das jetzt eigentlich kaum einen Unterschied, welchen Charakter man spielt. Es sei denn, man will ganz gezielt mit bestimmten Attacken, also da frei wählen und das nicht fremdbestimmen lassen. So, dann machen wir hier mal mit dem Brescher weiter. Mit dem Breschersee. Der heißt bestimmt eigentlich Brechersee.
Den haben sie nur umfunktioniert, weil Brescher cooler klingt oder so. Nee, ich finde sowieso, dass Brecher cooler klingt, aber ich glaube, über solchen Scheiß macht sich auch keiner Gedanken, außer ich. Also bei den Tepi gibt es jetzt hier in der Crystariums-Erweiterung, glaube ich, gar nicht so viel mehr. Na gut, 230 ist schon neuer Rekord. Aber wir hatten, glaube ich, in der Ebene davor auch plus 200er, oder? Nee, das waren plus 100er. Ach, keine Ahnung. Also mit Snow lohnt sich das auf jeden Fall. Und mit den Mädels werde ich erst ja wieder leveln, wenn ich in einem Gebiet lande. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wo wir hinkommen. Wo mir die Gegner Schwierigkeiten bereiten. Und das ist jetzt hier erstmal noch nicht der Fall. Also beziehungsweise ich bin ja momentan in keinem Gegnergebiet. Deswegen kann ich das noch nicht sagen. Aber hier gehe ich jetzt auch weiter. Ich meine ganz ehrlich, bei den Charakteren, die ich nicht steuere, da läppert sich das so schnell. Ich kann genau das gleiche, glaube ich, dann demnächst auch wieder mit Hope machen und lieber in irgendwelche Verbesserungen investieren, als das hier am Ende verpuffen zu lassen. So, wer ist der Nächste? Nee, Sass wäre der Nächste. Aber ich lasse das jetzt erstmal so. Und lass mich raten, jawohl, das ist das nächste Ziel. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir dann auch nicht mehr zurückkommen. Erstmal hier in die Steppe und so, aber ich weiß es nicht. Wir werden uns das jetzt aber angucken, denn ich werde jetzt nicht nochmal diese Mission versuchen, sondern das Thema erstmal abhaken. Wir gucken mal, wo wir landen. Für mich ist das gerade komplett blind. Ich habe keine Ahnung, wo uns das Spiel jetzt reinschmeißen wird. Dieses Schiff fliegt nach Cocoon. Ach so. Ich gehe mal kurz speichern. Ich glaube zwar nicht, dass das hier der Point of No Return für immer ist, aber ich bin mir auch nicht zu 100% sicher und will lieber auf Nummer sicher gehen. Even if we were chasing shadows, our minds were made up. We'd realized along the way that choice was the only thing we had left. Maybe we'd fall short. Maybe we'd never even come close. But someone, someday, would know we'd try. Your Eminence, it is time. The people await your address. And so, we greet the new dawn. People of Cocoon, my fellow citizens, we have survived the twilight and gather now to welcome the dawn of the day on which we decide our fate. Many are the lessons we have learned during our long night of hardship and sacrifice. And now we face choices, choices which must be made as our hearts dictate and not abandoned to uncaring chance. Let us forge ahead with unflinching courage and honor the fallen with action. With these hands, we shape the future. Yahoo!
call. And the hero saves the day. Incredible! Oh, no, 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 check out. No, 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 thank you. Thank you. Probably should have covered that. Intruders on the race circuit. Confirm possible safety. Let's make the call. All units respond with lethal force. Hi there. Cut him off! Oh, I think we have a winner. Now! You're dead! You first! Oh! Natürlich. Nicht abstürzen. Ja, hallo erstmal. Schön, was man hier so erlebt. Ich finde es auch immer faszinierend, wie die ganzen Leute hier mal voll den Überblick behalten können. Wer wohin fliegt, wohin man fahren muss, wohin die Strecke führt, wo ein Mitstreiter runterfällt und man den auffangen muss. Also, ja, die haben da offensichtlich eine ganz gute Augenkoordination oder so. Keine Ahnung, wie man das nennen soll. So, was ist das jetzt hier für ein Kampf? Bin ich mit Lightning alleine? Wenn das hier vorbei ist? Oder was soll das werden, wenn es fertig ist? Auf jeden Fall ist dieses Vieh Anavatapta. 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 Faszinierend. Okay, der schwerste Kampf war das glücklicherweise nicht. Was passiert hier gerade? What the fuck? Also, dass Reigns noch am Leben ist, das haben wir ja gerade schon von Dicely gehört, aber irgendwie ist das hier gerade total Mindfuck. Tesla-Turbine. Oh, und ein neuer Laden, wie es aussieht. Sanctum F und E. Okay. What's that sound? Say again, Patrol, and speak clearly. The army's a pulse! They're using transgates! Transgates? How many coming through? Numbers unconfirmed, but it's a full-scale invasion. Eden's being overrun! Creatures is attacking the city. It's a pulse invasion force. Your Eminence, we must evacuate. So Reigns,
Is this the cocoon you dreamed of? My dream is but a falsies fancy now. End it. Saying Eden is crawling with pulse nasties. Fresh off the ark, I'd wager. This is out of control. What'll happen to Cocoon? It's all out war. Did we cause this by coming back? Or Tantalus's prediction? It's all coming true. Well, his future stops right here. We're the ones who decide what happens next. Let's get moving. Right. Okay. Was für ein Chaos, ey. Ja, falls sie stoppen. Leichter gesagt als getan. Hier kriegt man ja Augenkrebs. Ich will wieder zurück nach Grand Palz. Da fand ich es viel schöner als ihr. Okay, wow. Erstmal sammeln und gucken, was hier abgeht. Warum? Hä? Was ist denn hier los? Wird hier einfach über meinen Kopf hinweg entschieden, wer im Team ist oder was? So aber nicht Spiel. So war das nicht abgesprochen. Ich bleibe jetzt hier bei meiner Gruppe. Und ich werde auch weiterhin Fang steuern. Ja, das muss ich jetzt alles nochmal machen. Hurra! So, ich habe das jetzt auf diese Paradigmen runtergebrochen. Ich habe jetzt hier zwar nur einen Manipulator drin. Muss ich vielleicht nochmal nachjustieren. Aber ich weiß nicht, was für Gegner hier kommen. Und das ist jetzt eher so ein offensives Paradigma-Set, weil ich auch kaum den Verteidiger jetzt hier mit eingebettet habe. So, jetzt passt das aber auch wieder mit den KP und wir haben doch was Neues auch bekommen, oder? Also auf jeden Fall war der Laden dabei, aber da war noch irgendwas, was ich jetzt irgendwie vergessen habe, aber das war keine Waffe oder so, oder? Würde mich ja jetzt ein bisschen ärgern, wenn ich hier irgendwo eine Waffe liegen lasse, aber wir können uns den Laden mal angucken. Okay, Sanctum F und E ist auf jeden Fall neu, aber hier scheint es auch was Neues zu geben. Eine Blankwaffe, von der man annimmt, dass sie ehemals von einem Lucie geführt wurde. Okay, soll uns ja nicht so stören. Die einstige Waffe eines heroischen Kämpfers. Aus der Trauer gefallener Gefährten soll sie Kraft für die Lebenden schöpfen. Wie heißt das Ding? Was? Mistiltein? Hab ich da... Lese ich da gerade irgendwas total Augenscheinliches komplett falsch? Was ist denn Mistiltein? Keine Ahnung, ich spreche das schon wieder wie so ein Legastheniker aus, ich weiß, aber... ja, komische Worte hier manchmal. Einige wirken fast ein bisschen gewürfelt. Platinreif, physische magische Resistenz steigt um 5, elementar um 10. Guck mal, wie teuer der ganze Scheiß hier ist. Das hier kostet 200.000, obwohl das nur 5% pro Dings sind. Das finde ich ja, ehrlich gesagt, ein bisschen mau. Also hier werde ich kein Geld dalassen. So. Okay, wisst ihr was? Dann werde ich jetzt als letzte Amtshandlung... Oh Gott, ey, was ist denn das für ein Aufbau hier? Okay, ich werde hier beim nächsten Mal auf jeden Fall meinen ziemlichen Spaß haben. Ich werde jetzt aber... dann doch nochmal ins Kristarium reingehen und gucken, wie weit wir kommen. Weil ja jetzt die Sprünge, die wir machen, auch entsprechend, viel mit sich bringen. 48 auf Angriffskraft, okay. Ich glaube, das ist nicht die verkehrteste Entscheidung. Und das ist irgendwie so creepy, oder? Dass plötzlich aus der Steppe diese Riesenviecher, dessen Namen... ich wieder vergessen habe, oder deren Namen, dass sie jetzt ja auch einfach so rumlaufen. Und ich glaube, das sind auch die Dinger,
bei denen man diese extrem teure Komponente auch farmen kann. Vielleicht erinnert ihr euch, 2 Millionen hat die, glaube ich, im Laden gekostet. Das Ding, was mit T anfing, das kann man hier farmen. Also wir gehen halt aufs Ende des Spiels zu. Was ich allerdings nicht mehr weiß, ist, wie der Bogen dann wieder zurück nach Grand Pulse gezogen wird. Also irgendwann werden wir uns hoffentlich nochmal zurück teleportieren können. Da verlasse ich mich drauf. Bei ihr bin ich mir gerade nicht so sicher. Warte mal, Fertigkeit gibt es hier noch eine. Und hier auch eine. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Heiler wichtiger finde oder den Manipulator. Warte mal, lass mich mal kurz gucken. Da links habe ich es schon gesehen. Stoppgar. Die ATB-Balken aller werden auf null zurückgesetzt. Begonnene Handlungen werden abgebrochen. Ist eigentlich gar nicht so schlecht. Lass mich mal hier kurz gucken, was wir auf der anderen Seite haben. Weil das wirkt jetzt vielleicht ein bisschen kleinlich, aber da stecken schon viele KP hinter, um beides zu erreichen. Erteilt mindestens Magieschaden und leitet situationsabhängig den sofortigen Tod des Ziels ein. Das ist eine Methode übrigens, diese fetten Dinger hier zumindest zu besiegen, hier in der Stadt. Ich weiß nicht, ob die auf Grand Pulse dagegen immun sind. Also, die Erfolgsquote ist sehr gering, aber ich glaube, das ging hier irgendwie. Ich werde dann erstmal auf den Heiler gehen. Also, Tod ist jetzt nicht unbedingt das, was ich für einen Manipulator als am wichtigsten ansehe. Aber das kommt mit Sicherheit auch irgendwann noch. Doof ist natürlich, dass ich jetzt auch mir die KP-Farmquelle im Stollen erstmal ausgehebelt habe für eine Weile. Also ich hoffe, dass das Spiel uns möglichst schnell wieder anbieten wird, zurückzugehen. Ansonsten, ja, gucken wir mal, wie es dann hier weitergeht. Auf jeden Fall ein sehr cutscene-lastiger Part. Ich mag die ja immer super gerne. Und auch wenn das hier nicht mein Lieblingsort ist, bin ich trotzdem gespannt, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Aber für heute soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, ihr Lieben, und bis dann. Ciao!